Nee, gar nicht. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir das tun werden. Ja, auch da in diesem Spiel, ich habe mir alles vorgenommen, ich hatte einen klaren Plan. Der hat 2 Sätze lang relativ gut funktioniert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was am Anfang des 3. Satzes passiert ist, dass ich so von der Rolle bin und den Rhythmus verliere. Aber ja, wenn alles mal ein bisschen gesackt ist und so, dann muss man das natürlich analysieren und ja, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und das nächste Mal besser machen. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich meine, ich lag im 2. Satz auch 0-6 hinten, von daher bin ich nicht nervös geworden. Ich dachte mir, okay, ich muss nur meinen Rhythmus wiederfinden und dann kann ich den auch bei 0-4 oder was es stand, noch drehen. Aber ich habe dann tatsächlich meinen Rhythmus nicht mehr gefunden, war dann irgendwie auch leicht verunsichert, habe nicht mehr so wirklich ja, kreativ gespielt. Er hat dann angefangen, sehr gut zu spielen, er hat dann seinen Rhythmus gefunden, hat dann keine leichten Fehler gemacht. Ja, und dann habe ich halt da irgendwie keinen Ausweg mehr rausgesehen. Also ich denke, vor 5 Jahren habe ich genau das Gleiche mitgemacht, was Tom jetzt, oder wir haben es mitgemacht, sagen wir es so besser, als Team. Und es hat lang gedauert. Das geht nicht über in einer Nacht, sondern das dauert das erste Mal vielleicht, wenn man wieder in Deutschland ist. Und dann muss man schauen, ob man einen Grund findet, weil wir den Wirt mal suchen. Und wenn man den gefunden hat, dann kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dann geht es auch wieder aufwärts und dann schaut man auch wieder in die Zukunft und ist voll motiviert. Ah ja, ich meine, das haben wir schon ein paar Mal vorher gesehen. Ja, ich habe es im Einzel gezeigt, dass sie nicht unverwundbar sind. Jetzt haben wir es im Team wieder gesehen. Wir haben sie im Team natürlich auch schon des Öfteren geschlagen. Ja, von daher, wir haben nächstes Jahr eine WM. Da werden wir auf alle Fälle wieder voll da sein. Aber ja, 2024 in Paris, allerspätestens auf der Bühne, sind dann endlich mal wir dran. Und dafür werden wir jetzt 3 Jahre lang alles tun.